Mit uns ist jetzt die Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck. Margarete, servus. Hallo, servus. Margarete, Alpbach Wirtschaftswoche. Natürlich darfst du da nicht fehlen, warst auch, glaube ich, in deiner ehemaligen Rolle als A1-Chefin immer dabei. Wie findest du diese Gespräche da? Wie wichtig ist es, dass sich Wirtschaft da trifft? Ja, das ist sehr, sehr wichtig und es geht ja um Innovation, es geht um die Zukunft. Hier soll Neues gedacht werden in den Bergen, man sieht es ja, sollen wir uns den Kopf frei machen und neue Ideen entwickeln. Für dich geht es um die neuen Ideen zu finden, diese Woche auch nach Asien. Singapur, Hongkong stehen auf der Reiseplanung sozusagen. Was ist da geplant? Was ist dein Ziel? Ja, schon morgen geht's los nach Singapur und Hongkong. Unser Ziel ist ganz klar, hier uns auszutauschen und das Thema Digitalisierung, um das geht's wieder. Es geht um das Thema digitale Bildung und digitale Kompetenzen. Wie kann man das gut erwerben? Wir schauen uns dort einiges an. Ich bin auch zum Thema Smart City dort und mir das Thema Singapur ist hier sehr starker Vorreiter. Und es geht, sich auszutauschen, was zu lernen. Und in Zukunft wird es auch ein gutes Handelsabkommen mit Singapur, der EU geben. Auch das gilt es vorzubereiten. Super. Letzte Woche warst du genauso im Ausland, Deutschland, nämlich in Köln bei der großen Gaming-Messe. Ich glaube, da hast du sehr viel Wirtschaftspotenzial dort gesehen. Was waren so deine Eindrücke? Ja, die Gamescom hat wieder mal gezeigt, dass das Thema Gaming nicht nur eine Spielerei ist. Es ist wirklich eine große Industrie. In unserer Kreativwirtschaft in Österreich macht es bereits 2/3 des gesamten Bereiches aus und zeigt auch, wie viel Potenzial dieser Wirtschaftszweig hat, wie viele tolle Jobs, wie viele tolle IT-Jobs, Programmierungsjob, Coding-Job dort entstehen können. Und unser Ziel ist es, dort stärker zu werden in Österreich. Auch durften wir einem Termin dabei sein bei AWS, wo ihr das neue Tool für Förderungsanträge vorgestellt habt, ganz im Sinne deiner Fastlane-Strategie für die Startups, nämlich ein neues Tool, um möglichst schnell einen Förderantrag stellen zu können. Kannst du ganz kurzes Update dazu geben? Ja, es freut mich besonders. Ihr wart ja als Broadcaster mit dabei in der Geburtsminute der Idee, wie wir das Startup-Frühstück hatten. Dort ist das entstanden und nur wenige Monate später ist es jetzt umgesetzt. Es geht darum, dass man schneller die Förderungen bekommt und individualisiert. Individualisierung ist ja ein Trend in der Wirtschaft und es ist ein Trend in der Digitalwirtschaft und so müssen auch wir das so anbieten. Und ich freue mich ganz besonders auf das Pitching. Also wir bieten auch die Möglichkeit, den Startups, die es ja gewohnt sind zu pitchen, auch für Förderungen zu pitchen und dort eben die Beratung zu bekommen und das ist wirklich ganz was Neues. Super. Ganz was Neues war auch, glaube ich, die Kulisse, wo ihr das kommuniziert habt, gleichzeitig mit einer Investmentförderung bzw. Förderungszusage 200.000 an Hektar Nektar, eine tolle Gründung, da warst du auch dabei, beeindruckt von dem Startup? Ja, ich freue mich sehr, dass ich Schirmherrin sein kann, nicht nur deshalb, weil ich natürlich für die Startups auch mein Herz habe, sondern natürlich auch fürs Gärtnern und für die Bienen und das ist eine tolle Kombination aus einer analog und digitaler Welt und ich bin sicher, die werden das ganz gut machen und die haben eine große Vision und die wollen wir unterstützen. Du gibst weiter wirklich viel Gas und Dinge, die du angehst und versprichst oder aufgreifst, passieren auch. Wirklich bleib dran. Am Sonntag kommst du, glaube ich, aus Singapur und Hongkong zurück. Am Dienstag, glaube ich, schon das nächste EU-Frühstück, wo du wieder die Wirtschaft versammelst, Input einholst, aber auch ein Feedback gibst, was ist bisher passiert, was ist bisher bei dir passiert und wie geht's die Reise in der EU-Ratspräsidentschaft weiter für dich? Ja, da haben wir schon sehr viel angestoßen. Es geht darum, eine Industriepolitik zu entwickeln auf der Basis der Digitalisierung. Artificial Intelligence und Robotics sollen die Basis sein, um Arbeitsplätze nach Europa auch zurückzubringen. Dort hatten wir bereits den ersten Rat und der ist jetzt bereits umgesetzt und da kommt jetzt der zweite, der folgt bis Ende des Jahres und wir werden da ganz stark draufbleiben, dass wir hier die Kompetenzen, die notwendigen, auch in Europa aufbauen. Wir haben heute beim Broadcasten vielleicht abschließend viel in den Kommentaren zu einem Artikel über künstliche Intelligenz darüber diskutiert, ob Europa da gemeinsame Initiativen braucht, proprietäre künstliche Intelligenz zu entwickeln. Wie ist deine Stellungnahme dazu? Nämlich, es besteht die Gefahr, wenn wir uns auf die größten Lösungen aus der Amerika verlassen und nur Anwender bleiben, dass wir tatsächlich Wettbewerbsnachteile haben könnten. Soll Europa eigene Lösungen entwickeln in dem Bereich?
Ja, Europa muss hier klar einen europäischen Weg gehen und soll hier auch eigene Lösungen haben. Und ihr habt auch darüber berichtet, dass Österreich eine KI-Strategie braucht. Das ist so, wir sind da nur ein paar Tage davor, aber wir werden mehr dazu hören nach Singapur und Hongkong. Super, in diesem Sinne vielen Dank, du bist sehr gefragt heute da und wir lassen dich sozusagen weiter netzwerken. Vielen Dank für diese Insights und toi toi toi. Dankeschön, ich freue mich. Danke sehr. Ciao.